Moin Leute, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. So, heute baue ich mal ein Doppeldeckerflugzeug und ich habe mein Menü schon vollgepackt. Hier, wir brauchen mal die rote Wolle, die ist recht wichtig. Das Flugzeug wird größtenteils rot-weiß werden. Dann natürlich die Schalter, wir brauchen jetzt nicht 12 Schalter, wir brauchen nur ein paar für die Bereifung. Dann Kohleblöcke brauchen wir, dann die Quarzstufe, dann ein Dispenser, dann einen roten Teppich brauchen wir, dann Quarzstufen brauchen wir und wir brauchen schwarz gefärbtes Glas. Und eine hölzerne Falltür. Aber es kommen natürlich noch mehrere Sachen dazu. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal an. So, und das Flugzeug befindet sich ja, wie man es kennt, in der Luft größtenteils. Deswegen werden wir jetzt mal in der Luft anfangen zu bauen. So, da benutzt ihr dann die rote Wolle. Ihr könnt natürlich auch eine ganz andere Farbe nehmen. Das ist euch selbst überlassen. Und setzt erstmal 7 Stück in die Reihe. Hier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann packt ihr vorne den Dispenser dran hier. So. Dann könnt ihr hier unten weitersetzen. Ihr lasst vorne hier den Dispenser mal frei. Setzt da hier. So. Die nächsten Blöcke hin. Dann ist ganz wichtig, dass ihr dann diese Quarzstufen hier hinsetzt. Weil das ergibt dann noch eine recht schöne Form. Dann könnt ihr hinten auch schon mal hier einen hinsetzen. Seht ihr? So ist schon mal das Grundgerüst fertig. Dann brauchen wir schwarz gefärbtes Glas. Man kann natürlich auch anderes Glas nehmen. Ihr lasst hier vorne 3 Blöcke frei mit dem Dispenser inklusive. 1, 2, 3 und setzt hier mal 2 Scheiben hin. So. Das ist das Cockpit. Das Flugzeug ist nicht begehbar. Dann müsste ich das wesentlich breiter bauen. So. Setzt ihr da nochmal so eine Quarzstufe hin. Dann könnt ihr hier auf jeden Fall schon mal 3 Quarzstufen so hinsetzen. An beiden Seiten. So, so, so. Dann setzt er die einfach umgekehrt hier unten nochmal dran. So. Und hier in der Ecke müsst ihr natürlich hier anvisieren, dass es dann so eine Ecke ergibt, so eine Abschlussecke. So will ich das mal nennen. So, auf der anderen Seite natürlich auch. Zack, zack, zack. So. Hoppala. So. Ja, hier machen wir keinen hin, weil hier nachher der Flügel hinkommt. Deswegen brauchen wir ein wenig Platz hier. So. Ja, das können wir eigentlich jetzt schon mal in Angriff nehmen. Also bitte 6 von diesen Quarzstufen in die Länge ziehen. 3, 4, 5, 6. Auf der anderen Seite genauso. Ich habe mal ausprobiert, wie lang die Flügel ungefähr sein müssen, dass das Ganze halbwegs gut aussieht. Am Anfang hatte ich die ein wenig klein gehalten, die Flügel. Aber ich bin dann zum Entschluss gekommen, dass wir 6 ruhig machen können. Das passt schon. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten 6 Blöcke. Natürlich oberhalb auch. So, ist ja ein Doppeldeckerflugzeug. So, hier machen wir das auch mal hin. Dann machen wir jetzt noch eine zweite Reihe nach hinten hin. So, setzt da die so hin. Der muss jetzt weg, weil da ist jetzt ein Block raus geworden. Aber macht nichts. So, so. Zack. Und warum ich Quarzblöcke genommen habe oder überhaupt mit Quarz gearbeitet habe, das liegt halt daran, dass man halt ein bisschen mehr Auswahl hat mit den Quarzblöcken, mit den Stufen und so. So. Ja, auch nochmal. Das können wir jetzt komplett einmal hier so rüberziehen. So. Nice. Seht ihr das? Läuft schon mal ganz gut bei uns. So, dann brauchen wir, wo sind sie versteckt, diese Mauern, diese Pflastersteinmauern hier. Das können wir dann, den Dispenser, den brauchen wir nur einmal, den können wir schon mal rausnehmen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so einfach, da müsst ihr mal ein bisschen sneaken mit R3 auf der PlayStation. So, sneaken, R3 gedrückt, so, dann können wir den hier ansetzen. Dann muss ich nochmal kurz checken, wir müssen nämlich jetzt verschiedene dran setzen. 3 Stück hier, hier müssen wir nochmal einen hinsetzen, da macht er einfach so ein paar Hilfsblöcke hin. So, und hier oben so schön diagonal, da auch nochmal. So, jetzt können wir diese Blöcke alle wegnehmen wieder. Die waren ja nur als Hilfe da. So, hoppala, nicht, dass ich hier was Falsches abreiße. So, da haben wir den Propeller schon mal. Dann brauchen wir diese Spinnweben hier, die Spinnnetz. Setzt jetzt einfach überall oben drauf. Und unten auch hin. Hier auch nochmal hin, da auch nochmal hin. Und hier an der Seite auch nochmal hin. Dann sieht das halt aus, als würde der Propeller sich so schön bewegen. So, dann brauchen wir mal den Teppich. Setzen wir mal hier einen hin. Und auf dem Dispenser geht das nur mit Sneaken. Setzen wir auch nochmal einen hin.
So, dann brauchen wir diese hölzerne Falltür. So, die setzen wir hier hin, klappen die nach oben. Das ist dann so gesehen der Motorblock, der hier vorne drin steckt. Zack. Dann brauchen wir Schalter. Da sind Schalter. Was nehme ich denn mal weg hier? Ah, wir brauchen vieles mal doppelt. Setzen wir da mal einen Schalter hin. Und hier vorne kommt ein Schalter hin. So. Das sieht doch schon mal halbwegs gut aus, muss ich sagen. Dann werden wir uns jetzt um das Hinterteil kümmern. So ist es ja erst nur ein halbes Flugzeug. So, dann brauchen wir die Quarzstufe. Also hier, die habe ich jetzt gerade hier hingesetzt. Quarzstufen und Quarzstufe. Ja, die Mehrzahl halt, ne? So. Dass ihr dann zwei Quarzstufen hier in der Mitte habt. Das ist schon recht wichtig. Dann könnt ihr hier noch eine dritte hinsetzen. Und jetzt kommt hier erstmal der hintere Reifen hin. So, Schalter, die sollte ich auch mal schon mal dran bauen. Zack. Ich finde auch von der Länge geht das Flugzeug. Ich habe es natürlich erst getestet, ein bisschen vorgebaut. Da war mir das Flugzeug ein wenig zu lang. Dann habe ich es ein wenig bisschen hinten gekürzt. Und ich muss sagen, doch so die Länge ist doch schon ganz in Ordnung. So, dann brauchen wir die rote Wolle. Die setzt ihr dann hier vorne an. Dann brauchen wir Quarzstufen. Einmal hier eine hin. Dann umgekehrt hier oben eine dran. Und zum Schluss hier noch eine hin. Dann brauchen wir Quarzstufe. Setzt dafür hier unten an. Zwei Stück. An jeder Seite. Hier und hier. Dann natürlich doppelt. So, es wird ein Block. Hier auch nochmal. Zack. Hoppala. So. Dann brauchen wir diese Pflastersteinmauer nochmal, die ich gerade rausgenommen habe. Den Hebel brauchen wir nicht mehr. Der kann weg hier. Setzt da hinten einfach so eine Pflastersteinmauer hin. Ich finde, das ist ein guter Abschluss hier hinten. Das sieht ganz nice aus. So. Dann die hölzerne Falltür, habe ich gedacht, setze ich hier nochmal einen hin. Ich fand, das sah ganz geil aus. So, hier auch nochmal hin. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den vorderen Bereich. Wir brauchen jetzt erstmal Zäune. Wo sind sie denn nochmal? Da sind sie. Was nehmen wir denn da mal? Ist eigentlich ganz egal, was wir da nehmen. Ich habe so ein dunkles, glaube ich, genommen. Fichtenholz. Genau, wir nehmen mal Fichtenholz. So. Sitzt da. Hier auf der hinteren Reihe könnt ihr nur setzen. Auf der vorderen Reihe wird das nichts. Seht ihr? Das ist dann halt mit einem Abstand hier. Das wird dann nichts. So, hier setzen wir mal einen hin. Und hier setzen wir mal einen hin. Warum ist das jetzt nicht hier dran? Das hatte ich doch hingekriegt. Was ist denn das Problem, mein schönes Flugzeug? Ich könnte natürlich hier noch einen Block hinsetzen, aber das hatte ich vorher nicht so. Nee. Nee, das hatte ich vorher nicht so. Das machen wir erstmal hier weg hier. Dann machen wir jetzt erstmal weiter. Ich habe hier die ganzen vollgekleistert. Unten geht es nicht. Ihr seht da, das ist dann eins höher. Das machen wir jetzt an der anderen Seite auch erstmal. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum das nicht geht. Ich hatte das nämlich ausprobiert. Ich hatte das hier an der Seite, hatte ich einen hingesetzt. Erstmal so provisorisch. Und dann sah das so ein bisschen mickrig aus. Dann habe ich gleich so einen zweiten hier nochmal hingesetzt. Das sah dann ganz gut aus. Okay. Ja, so von vorne sieht es ja ganz geil aus. So Streben müssten ja dahin. Weil sonst sieht das ein bisschen merkwürdig aus, wenn das nicht ganz so funktioniert. Oder hatte ich Dings genommen? Ich hatte diese Zauntore, hatte ich glaube ich nicht genommen. Ich kann ja mal kurz was ausprobieren. Aber ich hatte das so gelassen. Kann ich hier oben denn nochmal drauf? Nein. Ah, das geht, Leute. Das geht. Auf jeden Fall, ich hatte das ja so gemacht. Wie hätte ich das denn gemacht? Das möchte ich gerade selber mal ausprobieren. Ja, der ist natürlich dann ein zu lang. Nee. Oder war das von unten die Linie? Von unten würde das funktionieren. Aber das ist nicht im Sinne, wie ich das hatte. Okay, wir machen es erstmal so. Sag mal so, von vorne sieht es ja ganz geil aus. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal die Bereifung. Da lässt er dann drei Blöcke in der Mitte frei. Ah, ne, gar nicht. Ich hatte das ja anders gemacht. So, ich habe nämlich viel rumprobiert
probiert. Ich habe erst diese genommen und dann habe ich die Reifen dran gemacht. Das sah halt ein bisschen besser aus. So, dann sind die nicht direkt ans Flugzeug dran geklatscht. Dann brauche ich mal eben diese Schalter. So. So, hier machen wir das auch nochmal dran. Haben wir hinten auch schon Schalter dran? Hinten haben wir auch schon Schalter dran. Stimmt. Jetzt muss ich gerade mal selber ein wenig schauen, ob das Flugzeug wirklich so aussieht, wie ich das gebaut hatte. Ah, doch. Fehlt da noch was? Ach, jetzt weiß ich, was das kleine Problem war. Lasst euch davon jetzt nicht täuschen. Ich habe hier den Dings angesetzt. So, jetzt werden wir gleich mal gucken, ob das dann. Hier hatte ich das erste Dach, wollte ich schon sagen, das erste. Ach Mann, den ersten Flügel angesetzt. Das wollte ich damit. Ich will das jetzt auch richtig hinkriegen hier. Ich muss mal kurz was einmal testen. Nicht, dass ich euch hier irgendwie was anderes erzähle. So. Ja, komm, wir können es mal mit denen einmal ausprobieren. Hier funktionierte das. Stimmt. So hatte ich das. Die Flügel waren nicht genau untereinander, die waren so. Ich wusste doch, irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Jetzt wechseln wir natürlich eben das Holz wieder aus. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Wir haben dieses Fichtenholz, diese Fichtenholzzäune genommen. So, die mal wieder weg. Weil ich finde, vom Kontrast ist das ein bisschen besser, wenn es dunkel ist. So und so. So zwei doppelte. Machen wir auf der anderen Seite natürlich jetzt auch im Verbessern. Das kommt weg. Weil das ist so ein bisschen doof, wenn das hier so ein bisschen schwebt. Das sieht dann aus, als wäre das gar nicht richtig miteinander verbunden, diese Streben. Das muss schon passen, ne? So. Ist ja kein Problem. Das werden wir mal kurz hier ändern. So. So gleich die Reifen wahrscheinlich nochmal kurz neu justieren. So. Zack, zack. Auch nochmal hin. Ja, Flugzeuge sind echt nicht so einfach zu bauen. So, jetzt sind die Reifen natürlich an falscher Stelle. Aber nochmal kurz das Eichenholz hier. Nein, Fichtenholz. Fichtenholz. So, hier einmal hin und hier einmal hin. So, die Bereifung. Also ich würde euch empfehlen, das Flugzeug auch so ein wenig in die Luft zu setzen, wenn ihr es baut. Ist halt ein bisschen einfacher, kommt man unten drunter gut klar. Da muss man nicht, oder ist noch ein Schalter, so viel rumdrucksen. So. Ach, da hinten haben wir den vergessen. Da hinten haben wir den ja auch. Den müssen wir noch hinmachen. So, Fichtenholz. Ne, Eichenholz ist das. Was ist denn jetzt los? Ne, das ist Fichtenholz. Meine Güte, heute habe ich es aber mit den Holzmarken hier. Den Holzsorten und den Teppich, der muss ja auch noch drauf. Und oben muss auch noch der Teppich drauf. Den habe ich komplett nochmal hier. Das sieht dann ganz geil eigentlich aus. So, seht ihr das? Hinten lasse ich das mit dem Teppich. Ich habe es halt nur hier vorne gemacht. Und ich finde so, die rot-weiße Farbe, die passt doch ganz gut zu so einem Doppeldeckerflugzeug. Ja. Ja, Leute. Wir können natürlich noch diese Spinnweben, also dieses Netz hier. Das habe ich noch hier so. Wenn das in der Luft ist, das Flugzeug, dann kann man das natürlich noch so machen, dass das so ein bisschen fliegt. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch selber. Das sieht da ein bisschen dynamischer aus. So, hier habe ich dann welche hingemacht. Und hier habe ich dann auch nochmal so zwei hingesetzt. Ja, und ich finde den Doppeldecker ganz geil eigentlich. So. Ja, ich hoffe, euch gefällt er auch. Wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Nachbauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann halt im nächsten Part von Minecraft Tutorial wieder. Mal schauen, was mir dann einfällt. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr euch sonst noch wünscht so an Tutorials. Mal schauen, ob da was dabei ist, was ich dann gut bauen kann. Auf jeden Fall ist nur noch eins zu sagen. Viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns im nächsten Part von Minecraft Tutorial wieder. Bis dahin, ciao.